Wir folgen jetzt mal ganz retro dem Weg hier. Pfeil. Gut. So. Ja, hier. Jetzt ein Ausläufer meines Grundstücks. Ja, und jetzt kommen wir zu den neueren Usern, beziehungsweise... Oh, wer ist der? Das Haus sieht übrigens ja, das finde ich schön. Das hier ist von LH1292. Ach so, da geht's nach unten. Ah ja, okay, das hat er ein bisschen komisch gelöst. Ah ja, okay, das ist hier sein Lager. Hier geht's noch weiter. Stimmt, man kann ja jetzt Truhen direkt übereinander bauen. Richtig, kann man? Stimmt, ne? Ja, offenbar. Ja, offenbar schon. Obviously. Ich denke mal, hier will er dann Dingens anfarmen, Kakao. Ja. Also die waren früher viel zu selten einfach. Ja, dadurch, dass sie da nur in den Dungeons gefunden werden konnten. Und man konnte die sich ja nicht mal von den Schafen dann wiederholen, sondern du konntest dann, wenn du zwei hattest, die Schafe dann dauerhaft. Was konnte man damit mit den Schafen machen? Ja, man konnte dann zwar nicht nur diese zwei für braune Wolle verwenden, sondern man konnte ja auch die Schafe einfärben und dann die züchten. Aber trotzdem, das war nervig. Oh, hier, das Haus sieht so ein bisschen unfertig aus immer, aber wir gehen jetzt erstmal zu diesem hier. Moritz, bedient euch Nachpflanzen, das finde ich immer schön. Ja, Moritz, der war am Anfang so ein bisschen, dass der immer so, Moritz ist auf. Ja, der hatte ein bisschen Probleme mit seiner Grafik-Engine, genau. Aber jetzt hat er es wieder geschafft. Tierfarm, Zauber durch Melonen, ihr dürft euch bedienen, aber vermehren und nachpflanzen, das ist doch schön. Aber vermehrt euch. Vermehrt euch. Oh ja, hier geht's zum Zaubertisch, das brauchen wir jetzt alles nicht, alles gar nicht zeigen. Das ist nichts Besonderes. Ah, nicht so besonders. Ja, aber man die Kühe machen Party da. Ja gut, aber ich glaube mal, man muss hier an der Seite lang gehen. Ah ja, okay. Also wie gesagt, wenn ihr hier auf unseren Server kommt, hier dürft ihr vermehren, beziehungsweise farmen, aber nachpflanzen. Ne? Steht hier überall. Also bei anderen, bei euch dürft ihr natürlich machen, was ihr wollt. Ja. Zum Thema machen, was ihr wollt, unser Server hat auch Regeln. Ne? Manche beachten die, manche nicht. Relativ nicht. Also. Und sie stehen auf jeden Fall auf unserer Website, ne? Im Forum. Ja. Gibt es einen einzelnen Abschnitt. Auch für meinen Kanal gibt es einen eigenen Abschnitt, aber den kennt ihr dann ja wahrscheinlich schon, wenn ihr dieses Video seht. Richtig. Genau, 22 King. Ich habe den Witz nicht verstanden, aber okay. Pizzaman. Der hat eigentlich den geilsten Namen. Theke sieht eigentlich cool aus. Theke. Eine richtig dicke Theke hat der. Ja, genau. Okay, aber es ist auch so ein bisschen Cobblestone-lastig, ne? Ja. Wobei das hier, wenn das mal weitergebaut werden würde, dann sieht das schon so vom Grundgerüst ganz okay aus. Ich glaube, das gehört Mikey, oder? Ja. Aber das ist cool. Das gehört Phoenix. Phoenix 92, glaube ich. Hecke gefällt mir, Haus gefällt mir. 453. 453. Ich weiß gar nicht, wie die auf diese Zahlen kommen. Okay. Hier geht's weiter. Ich finde, dass es dadurch, dass er so viel Wolle ist, ist das zwar nicht so. Der Tisch ist nur was für Riesen. So. Also es ist, glaube ich, so ein Stufenstehtisch. Und ich glaube, da geht's einfach zur Mine. Das brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Aber wir können hier mal weitergehen. Wir brauchen ohne Zugebrauch, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Ach so. Ja, hier geht's halt die Öfen. Was ist hier? Ich glaube, hier geht's rüber zu... wo geht's denn hier rüber? Die Kohleblöcke, die rumliegen, sieht irgendwie... Das finde ich aber süß, irgendwie. Ja. Und vor allem, ich glaube, der liebt Wolle. Was baut ihr hier an? Was wird hier gebraut? Augenbrauen? Okay. So. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Oh, das ist hier ein bisschen buggy. Kann Schilder eigentlich nicht übernehmen. Eigentlich schon. Und da musst du nur viel Talent mitbringen. Das ist nämlich Kakao. Gut. Achso, ja, das hat er hier mit den Pilzen gemacht. Ich weiß aber nicht, wie sollen die sich denn jetzt vermehren? Ich habe das nicht verstanden. Ja, die vermehren sich schon. Wenn du so ein bestimmtes Lichtlevel haben und so, habe ich es auch nicht verstanden. Ich wollte mir das ja auch nochmal angucken, weil ich aus meinem Haus wirklich sowas machen würde. So ein Grundstück, wo alles gefarmt wird. Also von jedem so ein Farm, von jedem einzelnen Tier, von jedem einzelnen Pflanze und so. Weil es gibt ja auch hier Kartoffeln und Karotten. Ja, also ich finde zum Teil ist irgendwie von scheiße. 1-4 finde ich ganz gut. Ja, aber das muss scheiße für mich auch nicht sein. Also und da kann man Schweine irgendwie reiten, indem man eine Karotte an eine Angel hängt und dann denen das vor die Schnauze hält. Ja, irgendwie sowas. Das finde ich ein bisschen seltsam, weil also, das ist nicht so meins. Ich finde, hier ist Strip Mining, ich mag es nicht. Ja, das ist mein Gang, glaube ich, sogar. Okay. Ja, gut.
Aber, ne, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Was ich witzig finde mit dem Bilderrahmen, wo man so Items reinmachen kann. Ja, das finde ich aber gut. Das finde ich gut für diese Shops und so. Genau, Shops. Das finde ich auch gut, um seinen Dix... Einfach mal ein bisschen kreativer, man kann auch kreative Bilder machen. Ja, finde ich cool. Und vor allen Dingen nicht nur für Shops, sondern auch mal sein eigenes Lager. Da muss man nicht die Schilder mal so lesen, sondern genau, man kann darüber das alles mal so genau ordentlich machen. Das ist ja schon gut. Das finde ich super. Aber dafür muss man aber dann auch ein Item dann opfern, ne? Also wenn du jetzt einen Diamant... Das ist bei den meisten Sachen nicht so schlimm. Ich glaube, das war's, ne? Ich denke mal, selbst bei Diamanten könnte ich es inzwischen opfern, weil ich glaube, ich habe jetzt irgendwie anderthalb Stacks Diamanten. Oh, nee, da haben wir was übersehen. Warte mal kurz. Da gehen wir jetzt mal rein. Schwipp. Oh. Das check ich nicht. Aber okay. Das sieht ein bisschen komisch aus. Jo, aber ja, aber was anderes. Ja, aber was anderes. So, dann gehen wir jetzt mal wieder nach draußen. Was gibt's in dann die noch Richtung zu sehen? Noch, ja, warte mal. Haben wir jetzt noch was vergessen? Ach, die Arena. Wollen wir die Arena zeigen? Ja, gehen wir erstmal nochmal in diese Richtung. War da nicht noch ein Haus, was fehlt? Nee, ich meine nicht. Das, da hinten kannst du noch gleich mit der Wolle da zeigen. Ach so, das, ja. Dieser Turm da. Ich hab's noch nicht verstanden, aber ich glaube, dieser Turm... Meine Monsterfalle kannst du nur fahren. So. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist auch relativ... Ich meine, das gehört auch Phoenix, weil das ist so viel Wolle. Und ich glaube, Phoenix steht auf Wolle, oder? Könnte sein. Ja, ich stehe auch auf Flauschig. Hm. Und da hat er ein bisschen mit den Treppen gefailt, aber okay. Leiter noch genannt. Meine ich, Treppen. Leiter. Hier runterfallen lassen. Ach so, man kann einfach nicht runterfallen. Ah. So. Okay, da hat er doch nicht gefehlt. Da hat er, glaube ich, positiv gefehlt. Hm. Ja, was kann man noch sehen? Hier sind ein paar Schafe, aber mehr auch nicht. Dann gehen wir jetzt mal zur Arena, oder? Ja, erstmal meine Monsterfalle hier. Also nur erwähnen, kann man XP farmen. Nö, muss nicht. Muss nicht. Nee, ich sage nur erwähnen. Wenn ich... Was steht hier? Pizzaman Garten. Ach so. Für die Leute, die den Garten nicht selber erkennen. Er baut Steine an? Was? Ach so, wahrscheinlich, um da einfach rüber zu kommen. So, zack, zack. Kann sein, oder? Ja. Ey, wie komisch. Okay. Das wird anscheinend irgendwas Langes hier. Was Langes, Breites. Jo. So. Jetzt gleich müsste irgendwann die Arena auftauchen. Und ich würde sagen, wir müssen mal die Aufnahmen stoppen, oder? Ja, wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Ist ja sowieso gerade das Dorf gezeigt worden. Ja, das würden wir hier weitermachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Bis später. So, wir sind jetzt wieder am Start. Haben uns gerade noch was zu essen besorgt. Genau, Mama Tag. Ah ja, Mama Tag. Und Mama Kuchen auch. Ja, Kuchen, ja, der geht jetzt nicht. Essen und labern, rababa, geht nicht. Aber dafür esse ich ja. Ja. Ach ja, das ist die Arena. Warte, das zeige ich noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal rein. Also da vorne geht es zu den Tribünen und wir gehen jetzt hier rein. Die Arena sollte eigentlich noch verschönert werden, aber es hat sich bis jetzt noch keiner berufen gefühlt. Die sieht so ein bisschen schlicht aus. Nicht schlecht, sondern schlicht. Schlicht. Also falls jemand Bock hat, eine Arena zu verschönern, dann soll er sich doch bitte melden. Ja, hier ist im Prinzip gar nichts. Da kann man zu den Tribünen gehen, glaube ich. Ja, wir machen das jetzt mal in der... Ja, tatsächlich kann man. Und jetzt kommt der Clou. Gehen wir nochmal hier rein. Da vorne, wenn man da oben zur Kommandozentrale, so sag ich jetzt mal, geht, dann kann man auf... Ups. Da passiert mir aus dem... Das war mit dem Kompass. Auf. Zu. Zu. Dann gehen da vorne, gehen dann die Dinger hoch. Und dann 6 eingehen. Genau, damit man da nicht rauskommt, wenn man dann halt Mobs oder irgendwie Monster, bla bla, irgendwas drin hat. Dass man da nicht rauskommt und der Moderator kann das dann hier wieder aufmachen. Geil, oder? Kranker Scheiß. Okay, ich glaube, hier war irgendwie noch so ein Abgang. Hier war doch irgendwo nochmal so ein Abgang, oder nicht? Hat das weggemacht? Warte, wir müssen mal schauen. Vielleicht kann man da einfach mal so da runter gehen. Ach, tatsächlich. Ja, ach nee, hier geht's. Ach so, ja, gut. Hier geht's nochmal runter. Warum auch immer. Ich glaube, das sind so Gladiatoren-Zellen. Ja, das... Okay. Irgendwie sowas. Okay, dann war es das auch von der Arena. Eigentlich müssten die Fackeln noch an den Rändern entzündet werden. Oder sollten zumindest. Oder brennen. Doch, die brennen da tatsächlich. Übrigens sehr beliebt, wenn man sich mit dem Kompass, also wenn man als Moderator ist wie ich, genau auf die Türme versucht zu teleporten und dann auf einmal mitten im Feuer steht. Das passiert mir auch gelegentlich. Ja, Applaus würde ich sagen. So, dann haben wir das doch jetzt hier von dem Startdorf, sag ich jetzt mal. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Gehen wir den Weg am besten lang, oder? Ja, sicher, wir gehen hier. Also hier. This way is made by Kudoi und
Trabzon Spore haben wir es. Ah ja, Trabzon Spore haben wir auch gesehen. So, wir machen das jetzt mal in Fix. Schick, schick, ne? Mhm. Einmal so quer durch den Dschungel. Das sieht nett aus. Oh ja, hier geht's weiter. Da gehen wir jetzt gleich hin. Hier, ich weiß nicht, ob das so mit dem Gras schon fertig ist, aber hier kommen wir zu Morenes schicken. One more magic potion Laden. Ja. Kommen wir zum Morenes schicken Laden. Warte mal, wir müssen mal F1 drücken. So, dann kann man das hier sich anschauen. Eigentlich wurde da Essen verkauft, aber jetzt werden nur noch Tränke verkauft. Ja. Die kann man da jetzt sich gucken. Und bald wird auch ein Zahl, das können wir jetzt direkt mal diese ultra krasse Überleitung machen. Und zwar bald wird es. Übrigens, die Preise, die erstanden waren in Gold Nuggets. Ja, ja, aber diese Preise, die werden dann wahrscheinlich auch bald durch virtuelles ersetzt. Mhm. Also durch virtuelles Geld. Achso, hier wären wir jetzt gewesen. Hier kommen wir, glaube ich, zu einer Mine einfach nur. Die wollen wir uns jetzt nicht angucken. Oder doch, wir können mal einmal schon kurz reinschnuppern. Die Bundeslade. Ja, also wie man sieht. Genau. Also wir haben hier sehr viel Humor auf dem Server. Meistens schlechte Witze. Also das ist unsere Spezialität. Dafür sind so die beiden Moderatoren zuständig meistens. Mhm. Ich bin immer nur der immer angemeckert wird, warum nichts funktioniert. Ja, nicht von mir. Ja. Schau mal hier. Ja, Schatz, ich weiß doch. Du hast mich ja auch ganz doll lieb. Eben. So, jetzt kommen wir durch den schlechtesten Tunnel der Welt. Den habe ich nämlich gebaut und ich finde den extrem scheiße. Ja, weil man einfach sofort sieht, dass es ercheatet ist. Nein, das stimmt aber nicht. Nein? Nein, das stimmt nicht. Okay. Aber, oh, komm. Ach nee, das wäre der Weg jetzt zum Dorf. So, irgendwie ist das so mindfucking, wenn man hier so durchfährt. Warte mal. Nee. Komm auf die dunkle Seite der Macht. Nein, komm auf unseren Server. Komm auf unseren Server. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt... Musste es sein. So, und jetzt kommen wir zu unserem Highlight. Gut, Highlight nicht, aber eins von unseren Highlights. Achtung, wir reden im Plural. Also wir haben auch mehr zu bieten als nur das. Hier war ich, bin ich noch nie hergegangen. Die Farm. Also wir haben, wie gesagt, vor Trabzonspors Haus war ja doch diese eine Farm. Und das haben wir jetzt auch nochmal in groß. Also in größer. Größer, sagen wir jetzt mal. Da wird dann oben, also ihr habt das System jetzt mal gesehen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe da keinen Bock zu, jetzt das alles irgendwie wieder nachzupflanzen. Weil der, der das abfarmt, der muss das auch wieder nachfüllen. Ja, das war zu Zeiten so, als ich noch Admin war. Also irgendwann habe ich das mal so angefangen. Mhm. Da war das nämlich so, da bin ich aus Versehen mal da drauf gekommen, auf eine der ursprünglichen Versionen dieses Teils von vor über einem Jahr, glaube ich. Und dann durfte ich alles wieder neu schön anpflanzen. Ganz ich war toll. Zwar Admin und konnte fliegen, aber ich will nicht wissen, wie das aussieht, wenn man nicht fliegen kann. Ja. So, das haben die noch gar nicht gesehen. Das hast du auch noch nicht gesehen, Julian. Ja, ich habe gerade nur irgendwie einen großen Hast du eigentlich schon mal meinen Skin gesehen? Nein, den kann ich noch nicht. Ja, das ist jetzt mein neuer Skin. Ist das nicht der aus Kill Bill? Ja. Zeig nochmal bitte. Der hat die Haare so geil. Voll der geil, ist der, ne? Der Master hier, keine Ahnung, der Master. Vielleicht werde ich mal ein Bild anleihen, so. Wenn ich dran denke, denke ich. So, und dann habe ich jetzt hier gestern mal bei Chickes gebaut. Ich hatte mega Langeweile. Ja. Hab mir dann den hier gebastelt. Ah, wieder die Selbstverherrlichung. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Warum? So. Jetzt ist richtig. Oh mein Gott. Schick, oder? Ja, also Selbstverherrlichung vom Feinsten. Ja, ich weiß, ich finde ihn süß. Okay, ja. Da könnte man mich und The Only Legends so gegenüberstellen. Mhm, das könntest du machen. Aber ich... So, hier kommen wir zu Farm. Ultra untalentiert in so einem solchen... Halbzeit. Du bist einfach, ja, schlecht. Hier kommen wir zu Farm. Ich weiß nicht, man kommt hier hin, wenn man Warp Farm eingibt, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, da kommt man hier hin. Und dann ist hier, wie gesagt, hier schicke Sachen. Kann man hier alles farmen. Man muss aber vorher den Besitzer fragen, Fronti. Weil letztens war da einer, der hat einfach mal irgendwas abgebaut und hat dann einfach nicht so wieder vermehrt. Ja. Und dann war er ein wenig angepisst, weil ihn keiner vorher gefragt hat. Ich erbitte übrigens, dass die Farm nur mit irgendwelchen Stützen getragen wird, weil das so irgendwie nicht gut aussieht. Wie jetzt Stützen? Ja, dass man da so Stützen also runter macht. Geh mal da und guck mal da. Wo? Hier? Hä? Das sah halt aus, als würde da noch jemand stehen, so ein Skin stehen quasi. Ach so. Na, aber auf jeden Fall, da würde ich irgendwie toll finden, wenn da Stützen drunter wären, das weiß ich nicht.